herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Deich. Ja, wir kommen jetzt allerdings als allererstes, bevor wir mit den Daily Shop News anfangen, zu einer neuen Info. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also, machen wir es mal so. Es sind wieder Files geleakt worden. Beziehungsweise Informationen in den Files geleakt worden. Und die deuten diesmal tatsächlich darauf hin, dass, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder veräppelt Epic Games jetzt alle File-Leaker, oder aber es gibt Probleme mit Tilted Towers. So, also steigen wir mal ganz kurz hier ein in die ganze Geschichte. Also gibt ja solche Dateien und die sind dann immer bei den Update-Files mit dabei und da kann man reinschauen und die kann man auch auslesen und dann gibt es hier so ein File und da steht sowas da. Destroy Tilted Towers. Client Pilot Scenarios. Destroy Tilted Towers. Should target structures true? Should shoot walls true? Immortal true? Duration 4000? Max target range 6000? Infinite ammo true, should move true. So, teleport within range of point. Weapons to use. Launcher rocket. Assault LMG. Launcher grenade. Pistol hand cannon. So, diese Zeilen, die da zu sehen sind, die haben was mit den Bots zu tun. Also mit Bots. Nicht mit den Bots, sondern mit Bots. Das bedeutet also, es gibt hier irgendwelche, oder es wird irgendwelche Bots geben, die Tilted Towers angreifen und mit Granaten und allmischen Kram niederschießen. So, jetzt gucken wir mal, also diese, die Vermutung ist da, dass es sowas ähnliches wird wie die Cube Monsters. Ja, also die dann allerdings nur auf Tilted Towers gehen und dann dort versuchen, alles platt zu machen. Die haben dann unendlich viel Munition, sind unsterblich, immortal, ja, und sollen die Wände der Buildings platt machen. Wenn das wahr ist, dann wird das natürlich, ist das natürlich schon eine ganz interessante Sache. Bin mal gespannt, wie das dann ablaufen wird. Aber es kann aber auch einfach sein, dass die, dass Epic Games uns alle eben gerade veräppelt. Ja, also ich meine, Epic Games ist ja schon ewiglich am Start, ja, und die haben schon viel mitgemacht. Und die nutzen ja auch alle möglichen Effekte oder so, um ja im Gespräch zu bleiben, ja, definitiv. Und dann kommen halt auch solche Sachen dazu, es kann natürlich auch sein, dass die uns pranken, ja. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kommen tatsächlich Monster, die irgendwie in irgendeiner Form tiltet mit diesen genannten Waffen angreifen und die Mauern niederreißen und was weiß ich was. Oder es ist ein Prank. Ja, also hier gab es auch mal so ein Ding da von Donald Mustard. Das ist ein Creative Director von Fortnite und der hat mal irgendwann getweetet, RIP tiltet und alle haben gedacht, tiltet geht down. Also, jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Aber es könnte sein, dass das kommt. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt oder es ist ein Prank von Epic. Wahrscheinlicher kommt's, ja. So, dann geht's jetzt los. Hier, jetzt schauen wir mal in den... Achso, Master Mick hatte gefragt. Master Mick hatte gefragt, was wir von dem Geschenkesystem halten. Also wir finden das auf jeden Fall richtig, richtig geil, der Herr Sofort. Und ich ist ein tolles Feature. Und ja, ist auf jeden Fall nice. So, jetzt gehen wir mal rein in den Item Shop und gucken mal, was heute da ist. Heute sind wieder die Spiders. Also die Spider-Skins da. Alter, hier ist dieser Hatchling. Ich finde den richtig, richtig cool irgendwie. Erinnert mich ein bisschen an Harry Potter. Ups, irgendwie war das jetzt gerade. So, und der Hatchling bekommt von mir 9 von 10. Gucken wir mal ganz kurz, wie schaut's denn aus, was den Hatchling anbelangt.
und so, was, Marks from the Web, Marks from the Web. Verdammt, da. So, 3,5855 bei 12 Votes, 20 Reminders, am 21. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Dann haben wir hier, als nächstes, irgendwie kackt gerade hier alles ab, kommt der Spider-Knight, den hat sich der sofort auch geholt. Wir sind beide super begeistert von dem Ding, der ist echt geil, sieht mega aus, ja. Und wir haben dem 10 von 10. Spider-Knight kriegt 10 von 10. Gucken wir mal hier, Benotungen 4,09 von 5 bei 32 Votes. 237 Reminders, am 21. Oktober auch das erste Mal drin gewesen. So, das ist der Spider-Knight. Dann haben wir hier Arachne und Arachne ist natürlich auch mega nice. Also ich finde vor allem da hinten dieses Backpack sieht schon echt irgendwie cool aus, ja. Und Arachne kriegt von mir 9 von 10. Ein bisschen weniger als der Spider-Knight. So, und dann haben wir hier 3,7 von 5 bei 66 Votes. 121 Reminders. So, das wäre das hier. Dann, ich glaube, jetzt sind wir auch hier durch, ne? Der Webbreaker. Ah, ne, der Webbreaker, den gibt's ja auch noch. Ja, ziemlich coole Picke irgendwie. Guck mal. Mit solchen Leuchteffekten hier. Und der Webbreaker kriegt von mir 7 von 10. Schauen wir mal rein. 4 von 5 bei 7 Votes. Ja. Hör mal hier raus, jetzt kommen wir zu einem anderen Ding, der Rabbit Raider. Und sorry, aber das Ding ist jetzt ein Puschelhasen-Ding da unten, also wirklich. Der Rabbit Raider, ich weiß, bei euch mega beliebt. Ich finde den nicht ganz so toll. Von mir kriegt er 4 von 10. Und ich weiß, jetzt kriege ich wieder hier. Also 4,17 von 5 bei 12 Votes. Am 1. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 63 Reminders. So, dann haben wir als allernächstes den Rabbit, den Bunny Brawler. Oh Gott. Bunny Brawler da oben mit der Ostereier-Handgranate. Auch 4 von 10. Und hier sieht es folgendermaßen aus. Jetzt haben wir 4,34 von 5, 32 Votes, 172 Reminders. So, dann kommt der Carrot Stick. Gott, das Ding sieht auch schlimm aus. Auch 4 von 10. Oder sogar 3 von 10. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. 3 von 10 für den Carrot. Das Ding, das hat bis jetzt noch nicht mal ein Rating bekommen. Am 1. April auch schon rausgekommen. 4 Reminders, interessiert keine Sau. Ja, wie hört er sich denn an? So, jetzt kommen wir zu den Emotes. Dann gucken wir uns mal Drop the Bass an. Drop the Bass. Thank you.
Drop the Bass, echt witzig. Mit dem Wolf, Werwolf sieht das Ding ja noch irgendwie geiler aus. Also Drop the Bass kriegt von mir 8 von 10. 3,47 von 5 bei 17 Votes. 8. Oktober 2018 das erste Mal drin. Mit 160 Reminders. Dann haben wir hier den Erhard. Und der Erhard, ja, 5 von 10. Was soll man darauf geben? 3,86 von 5 bei 22 Votes. Am 30. September ist das erste Mal drin gewesen. 25 Reminders. So, dann kommt der Electro Swing. Sieht irgendwie beim Werwolf ein bisschen bescheuert aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kriegt von mir 7 von 10, der Electro Swing. Uiuiui. 4,81 von 5 bei 26 Votes. 22. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 699 Reminders. Wow. So, dann haben wir die Filet-Axe. Ja, kriegt von mir 6 von 10. 4 von 5 bei 18 Votes. 19. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 20 Reminders. Und dann haben wir den Jungle Scout und der sieht einfach scheiße aus. Ganz ehrlich, Jungle Scout kriegt von mir 0 von 10. 0 von 10. Ich finde, der sieht wirklich kacke aus. Ist auch ein No-Skin und sieht auch noch kacke aus. 4,2 von 5, 15 Votes. 28. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. 102 Reminders. So, also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke und schaltet nächstes Mal wieder ein. Ach so, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was bei Tilted, also ob das kommt oder nicht. Ja, ja und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Händler. Ich mach's gut, bis dann und tschüss.